Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu FC Bayern Alzenau TV. Heute mit der Begegnung SSV Ulm gegen FC Bayern Alzenau. Der FC Bayern heute im 4-1-4-1 mit Dominik Grau und seinem Startelfdebüt als linker Innenverteidiger. Wilke heute als alleiniger Sechser. Ulm zuletzt mit 4 Niederlagen in Folge. Gehörig unter Druck, begann hier Forsch. Hier dringen sie in den Strafraum ein. Noch einmal zurückgezogen. Und die erste Chance für die favorisierten Hausherren. Noch keine 5 Minuten gespielt. Kommen die Hausherren gleich wieder. Diesmal über die rechte Seite. Man ist schon im Strafraum. Legt rein und dann ganz knifflige Situation für die Gäste. Aber letztendlich bereinigt. Nun die Gäste aus Alzenau mit ersten Nadelstich. Sentürk legt hier den Ball geschickt vorbei. Noch einmal. Alessandro kann durchziehen. Muss ihn aber auf den stärkeren linken Fuß legen. Und zielt leider nicht genau genug. Der Torhüter ist zur Stelle und fischt ihn aus dem Eck. Alzenau bleibt dran. Schaltet sofort ins Gegenpressing um. Man ist weiter in der Hälfte der Ulmer. Nun konnte man flanken im Strafraum. Aber dann ist die Situation doch letztendlich von Ulm bereinigt. Die Schwaben wollen es wissen, bauen wieder Druck auf. Hier jetzt mit viel Platz auf der halbrechten Seite, doch verzieht komplett, keine Gefahr für die Gäste aus Unterfranken. In der nächsten Szene dann kann man erkennen, warum Dan Endres als der wahrscheinlich beste Keeper der Liga gilt. Super Reflex nach Kopfball der Hausherren. Und diesmal mit prima Stellungsspiel. Auch dieser Kopfball bringt keinen Ertrag für den SSV Ulm. Dann mal wieder der spielstarke Aufsteiger, diesmal über Vierrad, der sich noch einmal dreht. Und dann das Tor deutlich verfehlt. Dann Sabané mit dem weiten Vertikalball. Und da sind es lediglich ein paar Zentimeter, die Eisner von einer riesigen Torschanze trennen. Diesmal der öffnende Ball über die linke Seite. Calabrese, der heute wieder links außen offensiv spielt, schickt dafür linker Verteidiger. Lässt seinen Gegenspieler ins Leere laufen. Aber hat dann leider den Blick unten und nicht oben. Und so verziehen sie die Alzenauer in dieser Szene. Dann Daniel Endres, ausgestattet mit dem Selbstbewusstsein eines Finigran-Technikers. Will hier den konstruktiven Spielaufbau und hat hier Glück, dass sein Fehlpass zu keinen Konsequenzen führt. Dann wieder Ulm. Weiter Ball. Savané greift an. Verliert aber den Zweikampf. Immer noch Koban von Ulm. Zieht. Und zielt genau in den rechten oberen Knick. Marke Traumtor. 1:0 für den SSV Ulm. Nur ein paar Minuten später. Alzenau mit Einwurf aus gefährlicher Position. Wird abgewehrt, doch man bleibt dran. Immer noch Alzenau. Keins abziehen, muss noch einmal querschieben. Noch einmal zurück. Man ist immer noch in der Hälfte der Ulmer. Doch verliert jetzt den Ball und jetzt der Konter vom SSV Ulm. Über die Mitte. Überzahlsituation. Links rübergelegt. Und eingeschoben. 2:0 für Ulm nach knapp einer halben Stunde. Und wieder ist der Torschütze Koban. Ulm sucht die frühe Vorentscheidung. Immer noch erste Halbzeit. Eckball von links. Und Glück für Alzenau, dass Ulm diese frühe Vorentscheidung noch nicht gefunden hat. Dann war Halbzeit. Verdiente Pausenführung für die mit Aufstiegsambitionen gestarteten Ulmer, die auch bei einem Sieg weiterhin hinter den Aufsteiger aus Unterfranken platziert werden. Wiederbeginn, Kikotani kam für Alessandro, doch erst einmal selbes Bild, Ulm im Vorwärtsgang, hier nach einem Einwurf, rübergelegt auf die rechte Seite, nachgesetzt von Ulm und dann wieder die große Chance zum 3:0. Dann eine kuriose Szene mit einem fast Slapstick-Tor der Ulmer mit kräftiger Mithilfe der Gäste aus Alzenau. Ulm bleibt vorne dran,
schnürt hier die Alsenauer wieder ein. Steckball verschätzt von der Innenverteidigung der Alsenauer. Ulm kann daraus kein Kapital schlagen. So allmählich müssten die Gäste aufwachen und hier auch mal etwas Gegenwehr leisten. Und das passiert auch jetzt. Der in der Halbzeit eingewechselte Kikutani brachte neuen Schwung und verzieht hier knapp mit seinem Distanzschuss. Doch das war das Startsignal für eine Aufholjagd der Alsenauer. Denn schon kurz darauf gleich die nächste Chance, diesmal von Vierrad, der hier etwas unglücklich agiert und den Ball stoppt, statt ihn gegen Tor der Ulmer zu befördern. Noch knapp 15 Minuten zu spielen. Die Alsenauer mit Konter, Überzahlsituation. Könnte jetzt zurücklegen, das macht man auch. Menatki ist da und schiebt den Ball etwas glücklich ins Tor der Ulmer. Noch 15 Minuten mit Nachspielzeit, da ist noch einiges drin. Alsenau spielt endlich seine spielstarke Seite aus und schafft das 1:2, der Anschlusstreffer. Gleich danach wieder Alsenau. Diesmal bei Vierrad, doch leider nicht genug Druck auf den Ball, zudem zu mittig platziert. Nachspielzeit, langer Ball von Ulm, der auch durchkommt. Ulm kann den Ball nicht kontrollieren. Endres ist da, legt sich den Ball zu weit vor und geht ins Dribbling. Lässt sogar einen Ulmer noch aussteigen. Daniel Endres mit seiner fußballerischen Seite als Feldspieler. Kurz darauf war Schluss. Ulm gewinnt letztlich verdient mit 2:1. Nächste Woche wäre es für Bayern Alsenau gegen Freiburg 2 gegangen. Das Spiel wird verlegt. Neuer Termin wird noch bekannt gegeben. Tschüss, Servus. Wir haben leider die ersten halbe Stunde, fast die komplette erste Halbzeit, komplett verschlafen. Wir können vom Glück reden, dass wir nicht noch höher zurückgelegen haben, sondern wir haben uns ein Stück weit vielleicht imponieren lassen. Ich habe viele Jungs drin, die noch mit mir letztes Jahr in der Oberliga waren. Das Ganze, das ist ja schon ein schöner Flair hier, ein schönes Stadion, bringt mehr. Und wir waren halt heute nur mit staunenden Augen, haben heute die erste Halbzeit haben wir begonnen.